Achtung, Achtung! Hier ist eine Eilmeldung. Sollten im Laufe dieses Videos seltsame Störungen auf euren Bildschirmen auftreten, sind sie nicht auf eine Fehlfunktion eures Rechners, eures Tablet-PCs oder eures Smartphones zurückzuführen. Alle mysteriösen und unheimlichen Videos, die wir heute vorbereitet haben, können eure Technik negativ beeinflussen und euch einen schönen Schreck einjagen. Seid auf der Hut und... Wenn man während einer Dauerwerbesendung eine Botschaft der Außerirdischen erhält, läuft es einem eiskalt den Rücken runter. Stellt euch mal vor, ihr sitzt zurückgelehnt im Sessel vor dem Fernseher, esst dabei was Leckeres und wartet auf eure Lieblingsshow. Doch plötzlich kommt das. Every flat, hot potato. Ihr habt nicht zugehört. Ihr werdet eure Fehler bereuen. Wir sind schon da. Dann wird eine Zahlenreihe angezeigt. Die Außerirdischen hegen eine besondere Vorliebe für seltsame Zifferncodes, die sie in ihre Botschaften einfügen. Wahrscheinlich liegt es am mangelnden Wortschatz. Am 27. April 1986 wurde der vom Sender HBO ausgestrahlte Film Der Falke und der Schneemann plötzlich durch eine Textmeldung eines gewissen Captain Midnight unterbrochen. Darin äußerte er seinen Unmut über die Gebühren für das Kabelabonnement. Seine Botschaft, die 2,5 Minuten lang live angezeigt wurde, wurde in der ganzen östlichen Hälfte der USA gesehen. Obwohl die Ausstrahlungsunterbrechung von niemandem als besonders störend empfunden wurde und sich darüber niemand beschwert hat, hat das FBI trotzdem Ermittlungen eingeleitet und Captain Midnight in Kürze ausfindig gemacht. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um einen Elektrotechniker namens John R. McDougall handelte. Er musste anschließend eine Geldstrafe in Höhe von $5,000 zahlen. Sein Streich hat ihn am Ende wesentlich mehr gekostet als das Kanalabo. Habt ihr keine Ahnung, was es war? Keine Sorge, wir auch nicht. Dieses skurrile Videomaterial wurde am Abend des 22. November 1987 in Chicago direkt während der Ausstrahlung einer Folge von Doctor Who gesendet. Ein Unbekannter, der mit einer Max Headroom-Maske maskiert war, hat knapp eine Minute lang lauter wirres Zeug geredet, gekichert und komische Laute von sich gegeben. Dann wurde die Ausstrahlung unterbrochen. Der Vorfall sorgte für landesweite Resonanz, sodass man darüber in den Zeitungen und den TV-Nachrichten berichtet hat. Nichtsdestotrotz ist immer noch nicht bekannt, wer sich hinter der Maske versteckt hat. Es gab übrigens insgesamt 2 Vorfälle mit einer Max Headroom-Maske. 2 Stunden zuvor wurden die Sportnachrichten bei einem anderen Sender von derselben Person mit derselben Blechplatte im Hintergrund unterbrochen. Bei dem TV-Auftritt hat er allerdings gar nichts gesagt. Stattdessen zappelte er innerhalb von 20 Sekunden und danach verschwand. Es war sehr, sehr seltsam. Well, if you're wondering what's happened. Einer Legende zufolge soll ein Hacker während einer Abendsendung im US-Bundesstaat Wyoming das Signal übernommen und ein eigenes Video ausgestrahlt haben. Am selben Abend haben sich in der Notaufnahme örtlicher Krankenhäuser Menschen gemeldet, die sich über Übelkeit, Schwindel, Kopfschmerzen und grundlose Angst beschwert haben. Die einen haben die Videosequenz dafür verantwortlich gemacht. Die anderen meinten, es würde am Ton liegen, der einen zu hohen Anteil an tiefen Frequenzen aufgewiesen hätte. Obwohl dieser Vorfall viele Jahre zurückliegt, macht dieses rätselhafte Video Menschen nach wie vor Angst. Und zwar sehr große Angst. Wir hoffen, dass ihr es euch nicht nachts anschaut. Allerdings ist uns zu Ohren gekommen, dass dieses schwarz-weiße Video ein gefaktes Remake des Burschen aus dem vorherigen Teil sei und dass man eigentlich vor ihm Angst haben sollte. Ganz schön unheimlich, was? Ende Dezember 1989 wurde das Signal einer Fernsehstation in Los Angeles gekapert. Direkt mitten in einer Sendung, an der Reagan und Bushs Vater teilnahmen, tauchte plötzlich ein Kerl mit einem Aluhelm auf? Ja, so sind eben die modernen Ritter, die wir verdienen. Wo blieb aber sein Roboterpferd von Boston Dynamics? Eigentlich hatte der Ritter vor, die Zuschauer über die Reptiloiden aufzuklären, von denen wir umgeben und die gerade dabei sind, den ganzen Planeten zu versklaven. Open your eyes. Aber er schien zu nervös zu sein und ist daher ständig ins Stottern gekommen. Und am Ende hat er obendrein was fallen lassen.
Doch stellt euch mal vor, ihr würdet ihn mitten in eurer Lieblingsshow sehen und diese verzerrte Stimme hören. Da kriegt man schon Angst, nicht wahr? Es gibt nichts, wodurch sich das Selbstwertgefühl eines anonymen Störenfrieds besser steigern lässt, als die Übernahme des Signals eines großen Senders. Okay, es ist tatsächlich schwer zu erkennen, ob er zufrieden war oder nicht, da er maskiert war und seine Stimme mit einem Stimmenumwandler verändert wurde. Dear Fox News, it has come to our attention. Am besten fanden wir den verblüfften Gesichtsausdruck des alten Herrn, der sich mit dem Moderator unterhielt. Enkelchen, hast du wieder das Signal gehackt? Siehst du nicht, dass ich gerade im TV interviewt werde? Falls ihr das vorherige Video nicht als unheimlich genug empfunden habt, zieht euch dieses rein. Es ist um einiges realistischer und damit unheimlicher. Da gibt es keine Masken und keine Aluhelme. Nur Naturwucht, nur rohe Gewalt. Während einer Live-Sendung bei einem mexikanischen Kanal fand ein Erdbeben der Stärke 7,1 statt. Obwohl es sich dabei um eine entsetzliche Naturkatastrophe handelte, durch die viele Menschen an Leib und Leben zu Schaden gekommen sind, sah der Moderator unglaublich gefasst aus. Wenn man genau hinhört, kann man aus dem Hintergrund Sirenen vernehmen. Die Sendung wurde aber erst unterbrochen, als das Studio richtig krass zu wackeln begann. Schrecklich! Wisst ihr, was wirklich furchteinflößend ist? Eine Luftangriffssirene, die plötzlich während einer Live-Sendung ertönt. Eine solche Situation hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem vorherigen Erdbebenvideo. Darin gibt es keine pseudoschaurige Atmosphäre wie die in einem billigen Horrorfilm. Nur die raue Realität, die aber viel cooler ist als Typen, die sich als Guy Fawkes verkleiden oder mit einer Alumaske rumtänzeln. Und cooler als das schwarz-weiße Video aus Wyoming. Und cooler als Chuck Norris. Allerdings ist das zu weit gegriffen. Chuck, sachte, tief durchatmen. Im ersten russischen Fernsehen wird manchmal, wie bei vielen anderen Sendern, das TV-Programm durch sogenannte Prophylaxe-Pausen unterbrochen. Meistens geschieht es mitten in der Nacht, wo alle Zuschauer schlafen und sich keiner darüber empören würde, dass er seine Freizeit damit verbringen muss, einen statischen, farbigen Unterbrechungsscreen oder einfach weißes Rauschen anzustarren. Doch einmal wurde während einer solchen Sendepause ein komisches Videomaterial mit unfassbar vielen versteckten Botschaften und dem sogenannten 25. Bild ausgestrahlt. Die Botschaften waren so gut verschlüsselt, dass sie bis jetzt nicht entziffert sind. Das Video enthielt eine Kelleraufnahme und rückwärts gespielte Musik, die das Ganze noch unheimlicher erscheinen ließ. Man sagt, dass sich niemand vor der Kanaldirektion bis zu diesem Vorfall geäußert hätte und man dieses Video immer noch zu später Nachtstunde sehen könnte. Wer kennt auswendig die Zahlen aus der Serie Lost? 4, 8, 15, 16, 23, 42. Vergesst sie! Wir haben eine coolere Zahlenreihe herausgesucht, durch die das Fernsehprogramm eines amerikanischen Kanals unterbrochen wurde. 1, 5, 3, 8, 7, 3, 6, 8, 4, 2, 9. Ein Bär. Es ist wohl an der Zeit, einen Witz über russische Hacker zu erzählen. Könnte uns jemand sagen, was diese seltsame Zahlenreihe zu bedeuten hat? Der Seitenverweis aus irgendeinem Buch hilft uns auch nicht weiter. Wenn es unter unseren Zuschauern Robert Langdons und andere Entschlüsselungsexperten gibt, sollen sie ihre Varianten in die Kommentare schreiben. Wir sagen kein Wort zur CIA, versprochen. Unsere Lieblingsvideos sind die, die mit einer schlechten Handykamera aufgenommen wurden. Besonders, wenn man dabei einen Fernsehbildschirm gefilmt hat. Wir wollen aber nicht herummeckern, denn wenn man ein paranormales Phänomen aufzeichnet, ist eine gute Kamera das Letzte, woran man dabei denken würde. Und wie schön, dass der Macher dieses Videos seinen Fernseher genau in dem Moment filmte, in dem ein TV ein Film lief.
Es ist uns nicht gelungen, herauszufinden, wer hinter dieser Pestdoktormaske steckte und was derjenige mit der Signalübernahme bezweckt hat. Wollte er etwa von irgendetwas warnen? Dann hätte er sich für eine Maske entscheiden sollen, die einen Mundausschnitt hat. Man hört ja gar nichts. Wenn man allerdings genau hinhört, vernimmt man schon irgendwelche Laute. Aber es ist nichts als wirres Gemurmel. Zu guter Letzt gibt es ein bisschen Filmkunst. Das, was ihr gerade seht, ist ein Ausschnitt aus dem Stummfilm Phantom der Oper, der 1925 gedreht wurde. Keine Sorge, da wird keiner jaulen. Das Make-up ist schlimm genug, besonders das von dem Schönling. Das ist Spat! Wie meinen Opa? Doch am schlimmsten sind hier weder das Make-up noch die schauspielerische Leistung. Die Ausstrahlung des Films, es war in den späten 60ern, wurde an der spannendsten Stelle durch eine Eilmeldung unterbrochen. Aber stattdessen wurden Bilder von Naturlandschaften und Städten gezeigt, begleitet von der kanadischen Nationalhymne und von den nachfolgenden Botschaften unten im Bild. Ich bin ein Mensch. Ich blieb zwischen zwei Welten stecken. Werdet ihr mich retten? Habt keine Angst, denn ich bin ein Mensch. Keine Bange. Was kann man dazu sagen? Es sieht so aus, als hätte jemand Schwierigkeiten beim Überqueren der amerikanisch-kanadischen Grenze bekommen. Und noch was. Denkt dran, dass derjenige, der ein TV-Signal kapert, sich strafbar macht. Man darf es auf keinen Fall tun. Es sei denn, man ist ein reptiloides Wesen vom Planeten Nibiru. Uribin, den hat Moffensee. Leute, es ist Zeit für euch, euer Gehirn aufzuladen. Besucht den Braintime-Kanal. Dort findet ihr viele interessante und nützliche Fakten, aber auch jede Menge positive Energie und jede Menge nützliche Informationen. Jetzt abonnieren. Wir versprechen euch, dass es richtig spannend wird. Danke fürs Zusehen. Bitte klickt auf Gefällt mir und teilt das Video in den sozialen Netzwerken und wir werden bald wieder zurück sein. So schnell wir können.